Champions League. Schön, dass Sie wach geblieben sind. Und wir alle haben natürlich gestern, wenn Sie sich erinnern, meine Damen und Herren, Glückwunsch an den FC Bayern München. Wir liefen ja gestern mit dem Beginn. Mit dem Beginn unserer Sendung liefen wir genau gegen das Elfmeterschießen. Und wir haben beide Varianten gestern für Sie aufgezeichnet, damit Sie es zu Hause am häuslichen Rekorder machen können, wie Sie wollen. Je nachdem, wenn es auch schiefgegangen wäre aus Sicht der Bayern. Aber es hat geklappt. Und heute Mittag dieser Jubel. 50 Milliarden Menschen in München auf der Straße. Und wir werden das hier heute auch weiter feiern bei uns. Und haben Sie gesehen, die Eis wurde reingereicht an die Spieler und Weizenbier. Und das ist so, ich habe mir vorgestellt, was würde gegeben, wenn Christoph Daum mit auf dem Auto säße. Weißbier hier, Weißbier da, Jubel. Heute, meine Damen und Herren, wir haben zwei erstklassige Gäste für Sie eingeladen. Unser lieber Freund, und viele werden heute vielleicht auf den Tennisstar Tommy Haas gewartet haben. Tommy Haas musste uns leider absagen heute Morgen. Und natürlich, wenn man an einem solchen Feiertag eine Absage kriegt, da wird es schwierig. Aber wir haben einen lieben Freund, der, ich scheue mich zu sagen, für ihn eingesprungen ist. Mehr als ein Ersatz. Großartiger Komödiant heute Abend bei uns mit einem Ausschnitt aus seinem Programm. Atze Schröder! Mein zweiter Gast zum ersten Mal bei uns und ich freue mich sehr. Erstens ist sie eine schwäbische Landsfrau von mir und zweitens sehe ich sehr, sehr häufig ihre Sendung um 9 Uhr morgens im ZDF. Die Sendung heißt Volle Kanne Susanne. Prominente bei ihr zu Gast in entspannter Atmosphäre am Frühstückstisch und es ist sehr, sehr häufig sehr interessant, was die Prominenten dort von sich geben, weil sie sich ein bisschen frei reden und weil sie sich ein bisschen unbeobachtet glauben und weil sie glauben, bei einer so netten jungen Frau am Frühstück, da kann mir nichts passieren. Das ist der Irrglaube. Aber wir sitzen zu Hause und sehen das alles. Ich freue mich sehr heute Abend bei uns, Susanne Stichler. Wir sind die Sendung, die oft und oft und oft mit diesem dummen Vorurteil versucht haben aufzuräumen, Frauen können nicht Auto fahren, oder? Völliger Quatsch. Längst erwiesen, dass Frauen die viel besseren Autofahrer sind. Ja, und deswegen freuen wir uns sehr, sagen zu können, herzlichen Glückwunsch, 75 Jahre Deutscher Damenautomobilclub. Ja. Ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass es das gibt. 75 Jahre Deutscher Damenautomobilclub, gegründet damals von Lucy Freifrau von Lensingen. Falls Sie uns noch sehen, wäre die Frau schön, dass Sie heute Abend zugeschaltet haben. Boah, Fuß oder Lackschuh? Ich bin ja Entertainer. Viele lange Jahre haben die Männer mit diesem dummen Vorurteil heraus Frauen überhaupt nicht fahren lassen, oder? An Tagen wie heute schon. Fahr du, ich sauf. Dummes Vorurteil. Allerdings eine Studie in Italien, und das sollte Ihnen zu denken geben, wenn Sie heute, wenn Sie jetzt gerade angesoffen vom Vatertag irgendwo zurückwanken, fremdgegangen, ja, italienische Studie hat herausgefunden, Fremdgeher kriegen viel, viel eher einen Herzinfarkt als Männer, die treu sind. Ja. Wer mit der eigenen Frau schläft, schläft im Schnitt, ich glaube, man legt im Schnitt 10 Jahre länger. Muss ich vorstellen. Aber wozu? Punkte auf der sauren Gurkenskala für die frauenfeindlichste Sendung des Jahres. Um diesen uns zustehenden Titel hatten wir uns in den letzten Jahren immer wieder betrogen. Klaus Presse, Sabine Christiansen haben uns betrogen um diesen Titel. In diesem Jahr, meine Damen und Herren, muss es endlich klappen. 25 Jahre warten wir auf diesen Titel frauenfeindlichste Sendung des Jahres. Nochmal, wenn Sie fremdgehen, Vorsicht. Erst heißt es bei Schlaf, dann bei Pass. Ja? Man hat herausgefunden in Italien, in dieser Studie, Sex mit der eigenen Frau ist so, als ob man 2 Etagen die Treppe hoch steigt. Normal. Ja? Und Fremdgehen ist so, als ob man diese Treppenetagen hoch rennt.
Sex mit der Frau ist wie langsam die Treppe hochgehen. Und oft macht es auch genauso viel Spaß. Schon wieder 50 Punkte. Schon wieder 50 Punkte. Man glaubt es kaum. Wann hat dort Bob Dylan Geburtstag? Am 23. oder am 24. Mai? Oder am 25.? Danke, das hilft dann auch weiter. Bob Dylan wird 60. Die Legende überhaupt in der Rockmusik, in der Folkmusik. Und bitte, Bob Dylan, das Lied von Bob Dylan, sage ich für alle Lady Di Fans, heißt Blowin' in the Wind. Seit 4 Jahrzehnten im Geschäft, eine Legende. Sänger aus Deutschland, die seit 4 Jahrzehnten im Geschäft sind. Entweder tot, pleite oder gerade Stargast bei einer Baumarkteröffnung. Bob Dylan! Blowin' in the Wind! Stellt Wein und Bier bereit, trinkt Whisky on the Rocks. Hier kommt sie, die Gunschbox. Elmar Gunsch liest Blowing in the Wind von Bob Dylan. Wie viele Straßen muss ein Mann heruntergehen, bevor du ihn einen Mann nennst? Die Antwort, mein Freund, ist geblasen in den Wind. Die Antwort ist geblasen in den Wind. Wie oft muss die Kanonenkugel fliegen, bevor sie für immer verboten wird? Wie viele Ohren muss ein Mann haben, bevor er die Leute weinen hören kann? Die Antwort, mein Freund, ist geblasen in den Wind. Die Antwort ist geblasen in den Wind. Noch immer unser Liebling des Monats. Nächste Woche werden wir einen neuen Lieblingsmonat haben und ich habe heute Mittag stundenlang, wirklich, erstmal habe ich gestern Abend dieses Spiel angeschaut, es ist immer wieder interessant zu sehen, Frauen sehen so ein Fußballspiel nur unter sexistischen Gesichtspunkten. Absolut. Wer sieht gut aus? Oh, war der süß. Oh, wer ist denn der, und ich sage es mal, ey, deutsche Frauen, der mit den langen Haaren bei Bayern München ist der Arzt. Dr. Müller Wohlfahrt. Die Frage, der mit den langen Haaren sieht aber gut aus. Wer ist denn das? Kennen wir jetzt seit Jahrzehnten. Oder noch, er ist im Grunde der Schwiegervater von Lotta. Ja, ganz genau. Ja, er ist der sind nicht verheiratet, aber ist natürlich sehr happy über diese Verbindung. Und Lotta, habe ich gesehen, saß gestern im Giuseppe Meazza Stadion, wie wir Fachleute sagen, obwohl wir wissen, dass es das San Siro Stadion ist, das umgebaut im berühmten Mailänder Stadtteil. Wer war eigentlich dieser Reporter von RTL? Gestern, der es kommentiert hat. Tom Bartels. Es war doch hoffentlich sein letztes Spiel, oder? Adios. Zurück zum Tischtennis. Und langweilig. Ja? Und Lotta saß neben Christoph Daum auf der Tribüne. Und dann gab es noch ein Paar, und das war mein Paar des Abends. Silvio Berlusconi, der neue Präsident, neben Edmund Stoiber. Mhm. Hat der Kanzler davon, dass er Senior Berlusconi so unterkühlt begrüßt? Hätte er auch sitzen können. Und wen fanden Frauen besonders süß? Den Spielmacher natürlich von Valencia. Mendieta, mit den langen Haaren. Mit diesen Haaren, ja. Ja. Diesen Torwart von Valencia. Bitte? Ja, furchtbar, ne? Mit dieser Techno-Birne? Ja, ja, eben. Sah aus wie so ein deutscher C-Techno-Star. Ja, auch total süß, ja? Ja. Und Scholli natürlich. Scholli und Zickler. Oh, arme Scholli, vorbeigeschossen. Hat er nicht vorbeigeschossen, auf den Torwart. Ja, ja. Ja, ist aber auch für den dann einfacher zu halten. Aber es war sensationell. Und wir haben heute wieder bei uns im Fachkreis diskutiert, wie wird der FC Bayern in Zukunft Oli Kahn bezahlen? Denn wenn man wirklich sagt, Figo 100 Millionen Ablöse, Raul 11 Milliarden Ablöse, Oli Kahn, was verdient Oli Kahn bei den Bayern? 6, 7 Millionen, 8 ja, Millionen? Ja, 6 verdient er schon. Das wird nicht reichen in Zukunft. Der beste Torwart der Welt, der wahrscheinlich Weltfußballer des Jahres. Ich glaube, dass Hoeneß sagt, hier ist der Vertrag, trage ein, wie lange und wie viel. Würde ich machen, wenn ich Bayern-Chef wäre, nach dieser Leistung, oder? Ja. Hier, super. Bitte, trage ein, wie lange und wie viel. Und es wäre mir egal, ob er bei wie lange da einträgt, wie viel und bei wie viel, wie lange. Alles bezahlt. Und dann
Und heute Mittag diese Jubelfeier. Waldi Hartmann, großartig kommentiert. Er weiß, in einer solchen Dings, das will man keine Fragen oder irgendwas. Da möchte man auch ein bisschen Anbetung für den Präsidenten, für Franz, für den Herrn Minister. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der so oft in einer Minute Ministerpräsident sagen kann wie Waldi Hartmann. Herr Ministerpräsident, eine Frage, Herr Ministerpräsident. Mit Edmund Stoiber, der auch schon wieder dabei war. Und die Bayern wurden auf dem Flughafen abgeholt, Sie haben es wahrscheinlich gesehen, in Cabrios wurden sie in die Stadt gefahren, im Schritttempo, Millionen von Menschen an der Straße. Und eines ist, Sie wissen, ich bin Mitglied des FC Bayern und der FC Bayern hat nicht vergessen, dass wir die Show waren, die auch zu ihm gestanden ist, in Tagen, in denen es nicht so optimal lief. Wir haben uns nicht an dieser Hetze gegen diesen Verein beteiligt, der viele in Deutschland Familien auch spaltet. Wir haben gesagt, Moment, dieser Verein hat so viel für den deutschen Fußball getan, es kommen wieder andere Zeiten, wir haben Recht behalten. Und als kleines Dankeschön lässt der FC Bayern heute unsere beiden ausländischen Superstars, Monsieur Antoine und Madame Nathalie, in einem Corso hier rund ums Studio fahren. Wir schalten aber raus, meine Damen und Herren, denn jetzt muss ich wirklich sagen, es ist ein Jammer, dass ich nicht Reporter des Bayerischen Rundfunks bin. Der FC Bayern, das hat man noch nicht erlebt. 25 Jahre haben wir auf diesen Augenblick gewartet. Madame Nathalie und Monsieur Antoine werden hier bei uns ums Studio gefahren. Millionen unseres Teams sind auf die Straße gerannt, um sich diesen Augenblick nicht entgehen zu lassen. Es ist ein großartiger Augenblick und als Reporter des Bayerischen Rundfunks weiß ich natürlich, wie schwierig es ist, 3,5 Stunden zu faseln, ohne von Inhalt allzu sehr bedrängt zu werden. Da müssen dann schon mal Sätze fallen wie, hier schwappen die Emotionen hoch, hier stehen Männer am Straßenrand, Frauen, Mütter mit weinenden Kindern auf den Schultern. Wieso bin ich zu sehen? Ach so, das war dieser Reporter auch, der ist immer auf dem Rad. Schau mal, hier laufen Menschen nebenher, das ist ja unglaublich, wer hier alles nebenher läuft. Und weil dieser Erfolg so fantastisch ist, meine Damen und Herren, macht es der FC Bayern. Salihamidzic am Steuer, das ist doch eine großartige Sache. Und der FC Bayern macht es jetzt möglich, fahrt sie wieder zurück. Großartiger Jubel und Sie hören es vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich für Sie zu Hause unter dem Jubel hier im Studio zu verstehen bin, meine Damen und Herren. Wieder geht es die Richtung entlang. Großartiger Einfall, ein fabelhaftes Projekt. In einem Opel werden diese Spieler hier vom FC Bayern entlang gefahren an der Halle. Die beiden, die so unendlich viel für unsere Show getan haben. Sie werden uns im nächsten Jahr verlassen für 20 Millionen Mark zu Real Madrid. Was ist das denn? Was ist das denn? Was war das? Das sind Engländer. Wahrscheinlich irgendwie ein Konzert im E-Werk und das sind so ja, Stages. So eine Punk-Veranstaltung im E-Werk und diese Engländer, nicht nur, dass sie links fahren und im Halbfinale ausscheiden, nein, sie kommen hier in unsere Straße reingefahren. Das ist wahrscheinlich ein Punk-Konzert im E-Werk. Ich habe heute schon den ganzen Tag den Soundcheck gehört. Wir werden nachher noch mal zu dieser einmaligen Veranstaltung rausschalten, meine Damen und Herren. Und mir fällt auf, gestern, ich war natürlich gestern auch schon ganz fiebrig, weil ich wissen wollte, wie geht dieses Spiel aus Bayern gegen Valencia. Und als Mavi Hörbiger war, die Sie gerade vor wenigen Stunden gesehen haben, als Tochter von Vera Brühne. Ich habe Mavi Hörbiger wieder darauf angesprochen, dass sie aussieht wie Jean Seberg. Ja. Was natürlich schon irgendwie symptomatisch ist, weil ich glaube, ich sage im Grunde zu jedem Gast, der mehrmals kommt, in etwa dasselbe. Ja, wahrscheinlich. Du siehst ja toll aus, wie läuft deine Show, wie war dein Urlaub und so weiter. Ich meine, was soll ich auch sonst sagen? Ja? Und wir haben das nachgeprüft. Schauen Sie, das ist ein Ausschnitt aus dem ersten Auftritt von Mavi Hörbiger bei uns. Wirklich, du hast natürlich so was Kindfrauenhaftes. Weißt du, wie du ein bisschen aussiehst wie Jean Seberg? Kennst ja, du die? Ja. Habe ich gestern Abend gesehen, um 0:95 im ZDF. A bout de souffle. A bout de souffle. Schatz, der Nachtisch ist fertig auf Deutsch, hieß dieser Film. Was, ich finde, du hast eine wahnsinnige Ähnlichkeit mit Jean Seberg. Nein. Habe ich das letzte Mal nicht gesagt? Nein. Das fiel mir jetzt so auf, wo du so rauskommst. Ich glaube, wir haben fünf Lächeln. Minuten drüber gesprochen. Worüber? Über Jean Seberg. Ja, was mir auch auffällt, ich habe dieselbe Krawatte sogar angehabt. Ne, ehrlich? Ja, die Mavi Hörbiger Krawatte, aber die ist tätowiert, nicht, dass Sie aufregen. Ja, die habe ich drauf tätowiert und ab und zu wird die überlappt mit einer anderen wie heute. Ja, wieder mit Jean Seberg gefragt. Und ich war schon kurz davor, wieder diesen Gag zu machen, mir diesen Kuli reinzustecken als Zigarette, wie Belmondo in A bout de souffle.
Und diesen Witz habe ich, glaube ich, schon 5-mal gemacht. Abu de Souffle verwechselt mit Obu de Souffle. Da hast du es aber richtig gesagt, Abu de Souffle. Ja, da wusste ich es noch. Dann später sind wir irritiert, weil Voyage au bout de la nuit. Nee. Ja, also man glaubt es kaum. Wir schalten noch einmal raus, meine Damen und Herren, wo unsere beiden französischen Spitzenkräfte vom FC Bayern in einem Cabrio auf und abgefahren werden. Es ist wirklich unglaublich, wie viele Menschen hier auf der Straße sind. Keiner hat sich das nehmen lassen, eine Farbe. Menschen laufen nebenher, nicht nur, weil sie so begeistert sind, sondern auch, um wieder das Bild voll zu machen, wenn der Wagen ein Stück weiter gefahren ist. Eine tolle Atmosphäre, eine fabelhafte Sache. Und wir werden später, glaube ich, noch einmal Stimmungsbilder von diesem einmaligen Ereignis sehen. Wir spielen ein bisschen Kinoquiz, oder? Ja. Ja, und das Entscheidende beim Kinoquiz ist folgendes: Sie sollten folgende Bekanntmachung kurz zur Kenntnis nehmen. Wir von der Harald-Schmidt-Show erklären nach § 14 Absatz 3 des Anti-Schmu-Gesetzes, Harald Schmidt hat keine Ahnung. Harald Schmidt hat keine Ahnung, welche Antworten im nun folgenden heiteren Ratespiel korrekt sind. Aufgrund seiner sprichwörtlichen Pfiffigkeit und seines natürlichen Mutterwitzes hat der Nürtinger Ratefuchs es nicht nötig zu fuschen oder zu kiebitzen. Altes Indianer-Ehrenwort. Wir schwören. Harald weiß von nix. 100 pro. Ehrlich. Ohne Scheiß. Ganz ehrlich. Hand aufs Herz. Also, Sie haben es gehört. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Keine, aber stopp, stopp. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben Menschen gefragt, die hier in Köln im Cinedome, glaube ich, sich eine Karte gekauft haben. Und jetzt wird geraten, in welchen Film gehen diese Menschen wohl? Erster Kandidat, erste Kandidatin. Ihr Name? Mein Name? Ja. Reindl. In welchen Film gehen Sie heute? In welchen Film geht Herr Reindl? A. Der Fall Mona. B. Dracula. C. Exit Wounds, die Kopfjäger. D. Man of Honor. Das ist aber schwer. Der Fall Mona kenne ich gar nicht. Doch, 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 da hatten wir sogar einen Gast. Das ist dieser Film mit Danny DeVito und... Oh, und wie hieß der Gast? Oh, Thomas, Thomas... Nee, mit Nachnamen Thomas. Markus Thomas. Nee, hieß er Markus Thomas? Er hieß Markus Thomas. Für mich sah er ein bisschen aus wie Gene Seberg. Ja. Markus Thomas, ah, der geht in der Fall Mona. Dracula, gibt es eine Neuverfilmung? Oder ist es so eine Horrorparodie? Ja. Kopfjäger, kenne ich überhaupt nicht. Man of Honor ist mit De Niro und mit Cuba Gooding Jr. Ja, ja. Da geht er rein. D. Ich glaube, er geht in D. Ich glaube, seine Frau hat ihn mitgeschleppt und... Er geht in? Dracula, meine ich. Ja, läuft er zurzeit ein Dracula? Ja, irgendwie das läuft das nochmal, so ein Dracula, ja. Ich sage D. Und? Herr Reindl geht in? Der Fall Mona. Oh. Aber ist natürlich klar, er hat unsere Show gesehen, hat den Auftritt von Markus Thomas gesehen, geht jetzt in der Fall Mona, immerhin mit Danny DeVito, mit Bette Midler. Und der Tochter von Tony Curtis, Jamie Lee. Jamie Lee. Nächste Kandidatin bitte. Wie ist Ihr Name? Birgit. Und Ihre? Julia. Okay. In welchen Film gehen Sie heute? In welchen Film geht, A. Wedding Planner, verliebt, verlobt, verplant. B. Almost Famous. C. Die Polizistin. D. Mädchen, Mädchen. Ich glaube, in Almost Famous. Mädchen, Mädchen. Nee. So Teenie-mäßig. Das ist hier geht ein Film, der sich ein bisschen mit der Rockbranche auseinandersetzt. Das ist doch dieser Film über die Band, ja? Ja, genau. Ja, ich sage B, Almost Famous. Geht in? Mädchen, Mädchen. Du weißt es auch nicht. Nee, ich weiß es auch nicht. Haben wir noch einen? Ja, einen haben wir. Wie ist dein Name? Andreas. In welchen Film gehst du heute? In welchen Film geht Andreas? A. Was Frauen wollen. B. Die Mumie kehrt zurück. C. Emil und die Detektive. D. Keine Ahnung. Er sieht aus wie dieser eine, den wir auch schon mal da hatten, dieser Rocksänger. Wie hieß der denn? Willy DeVille. Willy DeVille, genau. Ja, Willy DeVille. Oh, keine Ahnung, wäre zu einfach. Ich glaube, er geht in Die Mumie kehrt zurück. Was Frauen wollen, tippe ich mal. Was Frauen wollen? Was Frauen wollen. Seine Frau oder Freundin zuliebe. Ja. Ja, du sagst A, ich sage B. Und? Richtig ist? Andreas geht in. Das weiß ich nicht, wir sind gerade erst angekommen. Entscheidet sich, Herr Schuster.
Schalten wir noch einmal raus, wir schalten noch einmal raus, meine Damen und Herren. In diese bezaubernde, mitreißende Atmosphäre. Millionen stehen draußen an der Straße. Der FC Bayern sagt Dankeschön, da war sie wieder. Diese beiden haben unendlich viel getan für unsere Show. Und es ist eine schöne Geste des FC Bayern, dass er in der Stimme seines größten Triumphes an die beiden denkt. Monsieur Antoine und Madame Nathalie. Leider hat sich diese Macho-Attitüde immer noch gehalten, dass Männer im Haushalt sehr wenig mithelfen. Das muss nicht sein, denn wir sind im Technikteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf eine unglaublich interessante Entdeckung gestoßen. Schauen Sie mal, das hier ist ein Bügelbrett, sogar Sie werden das kennen mit so einem kleinen Ärmelbügelbrett. Ja? Wer von den Herren hier kann bügeln? Schon erschreckend wenige. Ja? Ich habe das schon mal vorgeführt hier. Ich habe das mal in Augsburg, hat mir das mal ein Kollege gezeigt, als ich noch am Theater war. Wir fangen immer an, das hier sind diese Bügeleisen, mit denen ich eigentlich nicht so ganz zurechtkomme, mit diesem Dampf. Ich erinnere mich an meine Zeit im Zivildienst. Wir fangen immer an mit dem Kragen. Mit dem Kragen. Der Kragen wird als erstes gebügelt und zwar rückwärtig zu den Spitzen hin. Und ich sage es immer wieder, wenn Sie zu Hause bügeln, bitte machen Sie es zügig. Ja? Machen Sie nicht die Sache, dass Sie das Bügeleisen irgendwie stehen lassen oder reden oder zum Fenster gehen. Oder Sie gehen nur mal kurz raus, es fällt Ihnen die Tür zu. Ja? Das kann, diese modernen Bügeleisen schalten sich, glaube ich, mittlerweile ab. Ja. So. Dann. Dann machen wir als erstes die Seite mit den Knöpfen, zwischen den Knöpfen durch zum Kragen hin. Und ganz wichtig ist, dass die Leiste ganz glatt gebügelt ist, weil sonst die Knopfleiste später nicht sauber schließt. Das, also ich habe mal gehört, eine routinierte Hausfrau, ja, schafft im Grunde ein Hemd in 7 bis 8 Minuten. Ja. Das geht ja durch und so weiter. Ja, das läuft ja dann alles routiniert. Routinierte Hausfrauen brauchen nicht mal dieses Ärmelteil. Aber, wie gesagt, wir haben in dem Technik... wir haben im Technikteil entdeckt, es gibt jetzt etwas sensationell Neues. Und zwar einen Bügelboy. Einen Bügelboy und ich freue mich sehr, hier heute Abend Frau Schuster. Hallo. Hallo Frau Schuster von der Firma 224. Was ist das? Und zwar ist das ein Franchise-System, das ist ein modernes Textilpflegesystem. Fantastisch, wie wir das hier sehen. Ganz genau. Und das sind auch Sachen, die der Privathaushalt eigentlich haben kann, ja? Oder ist es nur was für Profis? Ich würde sagen, im Privathaushalt nimmt ein bisschen viel Platz weg. Ich denke mal, dann räumen wir den Hobbykeller vom Mann aus. Ja, ne, das wäre ja eigentlich, oder es wird der neue Hobbykeller des Mannes. Diese Hemden hier sind sozusagen bügelfeucht. Ach, das sind alles Hemden von Ihnen, von der Firma 224 Textilpflege. Ist das eine Aktiengesellschaft? Das ist eine Aktiengesellschaft. Sind Sie an der Börse? Noch nicht. Noch nicht, wie so viele. Nicht. So, jetzt zeigen Sie doch bitte gerade mal, wie das geht. Das ist ganz eine tolle einfach. Sache und es ist wirklich eine... Also ich finde, man kann nicht sagen, dass die beiden Apparate allzu groß sind. Die haben Platz in jedem Haushalt. So wird der Kragen draufgelegt. Wenn die das sehen, bin ich ab morgen bei TM3 in der Hausfrauensendung, morgens um 9. Das ja? denke ich mal. Das ist der Kragen, das sind die beiden Manschetten, die werden zuerst draufgelegt. Aber Sie wollen ja nicht Ihren Job tauschen. Ich weiß nicht, also eigentlich macht das ja ganz nett Spaß. Wo haben Sie jetzt drauf gedrückt? Hier, auf zu. Einmal hier beide runtergedrückt so. Und dann ja. geht die Klappe runter. Das geht automatisch wieder auf? Geht automatisch, wenn die Sekunden abgelaufen sind, wo der Hemd... Jetzt ist der Kragen gebügelt und die Manschette. Das macht nur diese beiden Teile. Ganz genau. So, jetzt gehen wir zum zweiten Teil, meine Damen, für Sie zu Hause. Was kostet etwa so ein Gerät? Wissen Sie das? Naja, Sie wollen es ja auch nicht wissen, denn man soll es ja zu Ihnen, zu Textil 24, 224, der AG, die noch nicht an der Börse ist, bringen. Jetzt kommt es hier auf diesen Bügelboy und dieser Bügelboy ist fantastisch. Schauen Sie ihn genau an. Ich hatte vorher die Idee, er könnte auch Viagra ersparen. Sie werden gleich verstehen, warum. Man macht das hier fest. Muss das Hemd zugemacht werden? Ja, es muss hier oben gehalten werden, damit es dann auch genau sitzen kann. Ja. Ich habe jetzt hier hinten einmal einen Spiegel. Da sehen Sie, ob das Hemd hinten richtig sitzt. Das muss ja auch hinten genau glatt sein. Und jetzt Achtung, jetzt kommt meine Lieblingsaktion bei diesem Gerät. So. Na. So. Jetzt kommt Ihre Lieblingsaktion. Ja, bitte.
habe. Das ist auch gar nicht. Nein. Nein. Das meinte ich gar nicht. Ich dachte aber auch schon in die Richtung. Jetzt. Wow. Wie lange dauert es, wenn man mit so einer Maschine bügelt? Mit dieser Maschine brauchen Sie innerhalb. Vor eine Minute haben Sie das entfernt. Das meine ich. Fantastisch. Man muss aber trotzdem die Handgriffe können. Ja? Ich habe das gesehen, Sie haben das schon so richtig nebenbei bedient. Unten auf die Pedale, damit die Klappen hochfahren, das Hemd festhalten. Also so einfach ist es auch nicht. Ne? Aber ich würde sagen, Sie können es auch machen. Ja? Ja. Wie lange braucht das dann? Eineinhalb Minuten? Eineinhalb Minuten? Ich darf mal aus. Das also mit dieser und dieser Maschine. Das ist relativ einfach. Ich möchte es einmal probieren hier, weil mir das mich fasziniert, dass so, wenn und dieses Hemd, wie kriegt man das weg? Macht man das ganz einfach runternehmen? Einfach so, ja. Dann ist es und es sieht schön aus. Aber ich finde trotzdem, man spürt, dass dieses Hemd maschinell gebügelt ist. Ja? Verglichen mit also wenn es so mit Liebe gebügelt ist. So macht man das rum, ja? Ja. So fest. Den Spiegel hinten, wozu hat man den? Nicht, damit Sie auch gut aussehen. Sondern? Nein, Sie müssen hier hinten schauen, wie das Hemd sitzt. Ja. Ja. Weil nachher geht hier eine Klappe hoch und das Hemd wird gehalten. Verstehe. Wie macht man das da oben fest? Das geht man einfach so drunter, ja? Einfach mal so drunter, so drunter, ja. Hier so? Ein bisschen auseinander. Ja. So, und dann haben Sie hier dieses Pedal, das linke. Was bewirkt? Dann muss ich Finger wegnehmen, ja? So. Jetzt hat das hier festgehalten. So, jetzt? So. Und dann gehen Sie hin und schauen jetzt in den Spiegel, dass das hinten glatt sitzt. Das hinten sitzt. Ein wenig abhalten von dieser, dieser Maschine. Ja. Muss ich nicht festhalten, nein? Nein, brauchen Sie nicht. Jetzt wieder mit dem. Wieder auf den oder auf den anderen? Machen Sie auf. Also, machen Sie es einmal so, halten Sie es einmal so kurz fest. Ja. Und jetzt betätigen Sie den linken Hebel. Jawohl. Keine Angst. Was ist denn? Und jetzt ziehen Sie es hier ein wenig glatt. Ja. So? Ja. Ja? Und noch einmal ein bisschen rüber, damit es nicht überlappt. Ja. Jetzt haben Sie nämlich Ihren Spiegel nicht glatt. So, und jetzt? Jetzt noch einmal drauf. Auf den nochmal? Ja. Also dreimal, jetzt kommt dieses hier. Dieses da. Aber das, ich glaube, ich zum Beispiel, wenn ich das lernen müsste, bräuchte 50 Hemden, bis ich an die Maschine gewohnt bin, oder? Nein, eigentlich nicht. Das haben wir natürlich jetzt nicht optimal gemacht. Ja. Wir waren. Aber jetzt können Sie das hier auch. Sie machen das sehr gut. Jetzt halte ich das. Aber Vorsicht, die Finger nicht klemmen. Um Gottes Willen. Ha. Wie, das geht automatisch, kaum dass es in Berührung kommt? Hier ist er toll. War mein Fehler. War mein Fehler. Nee, das wäre nichts auf Dauer. Also, und es muss ja doch wahrscheinlich auch flüssig gehen im Alltag, ne? Damit die Hemden zügig wegkommen. Ganz genau. Also das wird bei uns, also in der Regel werden 300 bis 400 Hemden pro Tag gemacht. 300 bis 400 Hemden pro Tag. Frau Schüssler, das war ein schöner Einblick und viele sagen Sie vielleicht doch, bevor ich zur 1224 Textilpflege AG gehe, ich kaufe die Maschinen für zu Hause selber. Dankeschön, viel Erfolg. Ja? Und der Bühnenbauer, meine Damen und Herren, mein erster Gast heute Abend mit einem Ausschnitt aus seinem aktuellen Comedy-Programm, Atze Schröder. Mann, Mann, Mann. Danke. Boah, habt ihr es gesehen? Udo Jürgens bei den Bayern auf der Pokalfeier. Ich war noch niemals in New York. Super. Spitze. Spitze. Muss ich sagen. Also wir, und wo ihr gerade von New York singt. Ich war letztens in Dortmund-Scharnhorst. Und das war geil. Ich kam da morgens 9:30 an so eine rote Ampel gefahren mit meinem 911er. Da steht da vor dieser roten Ampel ein Kadett-Kombi in Braun. Vorne so ein Pärchen drin. Ja, die sahen schon von hinten nicht gut aus. Auf dem Rücksitz ein Römer Kindersitz, Schokoladen verschmiert. Auf der roten Heckklappe, auf der Heckscheibe ein Phantasialand-Aufkleber. Daneben ein Phantasialand-Aufkleber. Daneben ein Phantasialand-Aufkleber. Daneben ein Phantasialand-Aufkleber. Daneben ein Kevin an Bord-Aufkleber. Ein Europapark-Rustaufkleber und daneben ein Phantasialand-Aufkleber. Schön verkokelt, ist klar. Oben drüber 1,20 Meter breit, böse Onkels. Und ich musste eigentlich auch geradeaus, aber ich habe gedacht, Schröder, hier kannst du was lernen. Ich bin auf die Rechtsabbiegerspur gefahren, um mir die Geisterbahn mal so von der Seite reinzuziehen.
Und vor allen Dingen, um mir die beiden Patienten mal etwas genauer anzugucken. Und was soll ich euch sagen, mir schlug so eine Breitseite geballten Elends entgegen. Sie, ich nenne sie mal Qualle. Sie sah so ein bisschen aus wie Angela Merkel, nur mit einer Scheißfrisur. Rausgewachsene Dauerwelle, rausgewachsene Blondierung, das ganze Gesicht im Grunde genommen rausgewachsen. Ihre grobporige Mischhaut verriet mir das Geheimnis ihrer erdigen Schönheit. 20 Jahre Pommes, Dortmund-Scharnhorst und die Pille. Ne? Und eine Fluppe nach der anderen. Ein Traum im Grunde genommen. Ihr Nasenpiercing flötete mir ein Hemd rüber. Hoppla, ich bin eine ganz Wilde. Ne? Im Radio bei denen lief pur, komm ins Abenteuerland. Und ich habe nur gedacht, da bist du doch schon seit Jahren. Eine Traumfrau. Starke Raucherin ist klar, starke Raucherin. Und ich guck mir Qualle so richtig fasziniert an. Und meine Hirnanhangdrüse schrubbte sich im Wolf bei dem Gedanken, welches Getränk wohl stark genug wäre. Methylalkohol vielleicht. Ja, ja. Das hat den Vorteil, man wird blind, ne? Ist klar. Starke Raucherin, starke, starke, starke Raucherin. Wahnsinn. Direkt daneben saß er, ich nenne ihn mal Schweinebacke. Schweinebacke sah so aus wie Peter Maffay in klein und dünn. Also schätze ihn auch so auf 42 Kilo. Einer der wenigen, die mit beiden Augen gleichzeitig durchs Schlüsselloch gucken können. Auch starker Raucher, auch starker, starker Raucher. Die beiden haben sich wahrscheinlich im Tabakladen kennengelernt. So nach dem Muster, zwei Stangen Marlboro. Soll ich sie einpacken? Nee, wir rauchen sie gleich hier. Starker. Starker Raucher. Und ich gucke mir das ganze Ensemble so richtig fasziniert an, weil als Schweinebacke war auch wirklich klasse. Ne? Also der sah so aus, so ein bisschen polarweiß, Ra 9000 oder was das ist. Ne? Hatte auf den Arm tätowiert, Born to be Wild. Zweimal rum, ist klar. Ne? Halt ein bisschen dünner. Ne? So, und ich gucke mir das ganze Ensemble so richtig fasziniert an. Und ich passe nicht auf, plötzlich dreht sich Qualle zu mir rüber. Und da schiebt die Eule mir doch im Bruchteil einer Nanosekunde den kompletten Datensatz ihres wunderschönen Lebens auf meine Festplatte. Ab da wusste ich alles über diese mutige Laune der Natur. 75er Baujahr, 81 eingeschult. 82 normal eingeschult. 91 8. Klasse, 92 8. Klasse, 93 7. Klasse. Anschließend erster GV, auch klasse. Dann schwanger, nicht so klasse. Flitterwochen oder nein, 3. Klasse. Ja, nee, ist klar. Und ich sehe sie so und denke mir, Schröder, es hätte schlimmer kommen können. Und dann habe ich gedacht, nee. Ich meine, wie denn? Eine Atombombe hinten im Wagen oder was? Es gibt doch ne, im Radio immer noch pur, komm ins Abenteuerland. Ne? Wahnsinn. Aber mir ist in dem Moment völlig klar, was diese Evolutionsbremsen heute vorhaben. Ne? Erster kinderfreier Tag. Seit 4 Jahren, ne, Kevin ist zu Hause bei Oma. Vater schiebt den dicken Schuh, er hat die Spendierhose an. Er gibt richtig einen aus, schön exklusive Einkaufsbummel mit Mutti zu Karstadt. Eine neue Radlerhose für Mutti. Ne? XXL, schön auf Figur. Ne? Ist klar. Für ihn die Ralf Schumacher Sonderedition mit Aufkleber fürs Auto. Wunderbar, das alles vor einer unschuldigen roten Ampel morgens halb 10 in Dortmund-Scharnhorst. Plötzlich läuft bei denen im Radio nicht mehr pur, komm ins Abenteuerland. Nein, plötzlich kommt Udo Jürgens. Ich war noch niemals in New York. Und ich habe gedacht, da werdet ihr auch nie hinkommen. Ne? Und wenn ich es höchstpersönlich
Und wenn ich es höchstpersönlich verhindere, ne, die Ampel war immer noch rot, ich habe meinen Porsche kurz anwuppen lassen, bin in die Eisen, hab gehupt und Schweinebacke legt einen Traumstart hin. Wahnsinn, wie Ralf Schumacher, Wahnsinn, Montoya, alle zusammen, ein Traumstart bei Rot. Großer Fehler, weil von rechts kam ein großer polnischer LKW und nahm die Schnauze von dem Kadett, ohne auszusteigen, mit nach Witten. Qualle und Schweinebacke nahmen noch mal einen beherzten Zug an ihrer Fluppe und gucken vorne so raus, wo vorher die Schnauze war. Und da muss ich sagen, da hatte ich ein bisschen Mitleid mit den beiden. Ich bin ausgestiegen, bin rübergegangen zu diesem ehemaligen Kadett und habe den beiden das gegeben, was sie am nötigsten brauchten. Das Eintrittsgeld fürs Phantasialand. Dankeschön. Axel Schröder. Und gleich Susanne Stichler. Fans, wie mir in Ludwigsburg sage, gell? Das ist sehr schön, ja. Dankeschön. Das ist für mich immer nett und ungewohnt, wenn ich jemand dahin aus dem Lände, gell, wo man so schwätzen kann, wie man es früher gemacht hat. Das ist arg nett, dass du mit mir so schwätzt. Ja. Wie hast du eigentlich du jetzt zum Beispiel den Dialekt weggekriegt? Gell? Das ist ja wahnsinnig schwierig mit dem Üben. Du, die Vokale A und so E. Und die Endungen. Endungen, die betonten. Schön, genau. Dass sie da gekommen sind. Und dann hört man es gleich wieder, dass man aus dem Schwaben kommt. Ja, hast du geübt daheim? Hat total viel. Also mit Korker im Mund und so. Und es ging halt noch immer besser und irgendwann war es weg. Wirklich? Ja. Und fällst du wieder zurück, wenn du in die Heimat kommst? Oder kommst du nicht mehr hin? Doch, um Gottes Willen, natürlich. Ich fahre immer durch deinen Lieblingsort Nürtingen. Ja, meine Eltern wohnen nämlich auf der Schwäbischen Alb. Auf der Schwäbischen Alb? Ja, wo? Klar. In Sirchingen. Wo ist denn das? Das ist ein sehr schöner kleiner Ort bei Bad Urach. Auf dem Berg drauf. Und da freut sich Bad Urach, dass man jetzt Bad Urach sagt. Weil ich kenne Bad Urach nur, wo es Urach gehäuse hat. Nein, das ist ja Bad Urach jetzt. Ja, Sirchingen. Nicht, wunderbar. Ja. Da fährt man durchs Tal auf. Wie heißt denn das? Der Degginger Tal? Oder wie heißt ja, das? So ähnlich. Ja. Bist du oft da? Bist du öfter daheim? Ja, klar. Hast du auch den Tonfall so drauf? Das ist ein bisschen weinerlich, weißt du? Oft kommst du nicht mehr heim, hä? Hast du viel zum da, hä? Also, das muss ich gleich mal fragen. Hier, dass ich das nicht vergesse. Du siehst ja nicht nur aus wie Gene Seberg, sondern... Stimmt es, dass du perfekt Schwedisch sprichst? Schwäbisch und Schwedisch. Schwedisch, ja. Schwedisch auch, ja. Hm? Perfekt. Naja. Aber sehr gut. Sehr gut. Wie kommt das? Also meine Mutter, die wiederum aus Schwaben kam, hat sich gedacht, Schwaben und Schweden liegen nah beieinander, gehe ich mal ein paar Jahre nach Schweden. Dort hat sie hervorragend Schwedisch gelernt, kann das jetzt perfekt und hat es uns weitervermittelt. Aha. Und ich mache da immer Urlaub. Wirklich? Mhm. Es soll toll sein. Aber was mich abgehalten hat, sind diese Mücken, die es angeblich da gibt. Die plagen einen sozusagen eine Woche lang. Ja. Und dann bist du immun. Das geht ganz schnell. Das ist schön. Das heißt, sie sind weiter da, aber man regt sie nicht mehr auf, oder wie? Oder was bedeutet genau, das? Sie tun einem nichts mehr. Man kann zugucken und die stechen dann da rein und sagen, Edge, ich piekst dich. Ja? Und du sagst, Badge, es juckt nicht mehr. Aber, aber es gibt diese Mücken. Das ist kein Gerücht. Ja, ja. Du hast beim Radio angefangen? Ja. Welcher Sender? Das war damals, es klingt so schön, ne? Radio Neufunkland. Vorsicht, Wortwitz. Fantastisch. Übermittelt sich auch gut, weil man hier ist Radio Neufunkland. Und ja, so, das, ja, das musste immer unterstrichen werden. Wo saß der Sender? Reutlingen. Ha, ich glaube, ich krieg mich nicht mehr. Ha, wo hast du damals gewohnt? In Ludwigsburg oder noch daheim? Ah, nein, also von Ludwigsburg bin ich erstmal nach Tübingen, ein bisschen studiert, gell? Ja. Und dann bin ich wieder zurück nach Reutlingen. Was hast du denn da studiert in Tübingen? Willst du wissen? Ja. Erziehungswissenschaften. Was, auf Lehramt? Das habe ich noch gar nicht, glaube ich, entschieden damals. Ehrlich? Und auch im Schwärzloch gewesen in Tübingen? Ja. 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 Muss sehr ich vielleicht sehr schön. Ist ein sehr schön. Schwärzloch ist eine Mostwirtschaft. Nicht nur Mostwirtschaft, aber halt. Oder nicht? Ist nicht mehr? Was ist denn jetzt? Eine Spielhölle? Ich glaube. Na. Eine Drogenhölle. Wirklich? Hat er drunter. Das kommt von den Grünen, gell? Hat die nicht der Droge. Hast du auch Drogen genommen? Ist das eine? Brutal viel. Wirklich? Alles durch ja, was die Bank denn um weg. Gottes Willen? Weiß man das beim ZDF? Das stimmt eigentlich gar nicht. Nicht? Morgen bin ich mein Job los. Ach, eine meiner Lieblingssendungen, wirklich volle Kanne Susanne. Ich sehe das sehr gern, weil ich finde, die Gäste sind sehr relaxed, eine Stunde. Ja, ja? Du hättest bei uns auch besser bügeln gelernt, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, das glaube ich. Also die Vorführung vorhin, die war ja grauenvoll. Dieser Automat, oder ich? Du! Ich war schlimm. Mit diesem
Ja, aber ja. Ich habe ja eigentlich nur immer die Krägen gebügelt und vorne so ein bisschen. Teilweise auch mit dem Bügeleisen draufgegangen, wenn ich das Hemd schon anhatte. Das geht, glaube ich, auch automatisch dann aus, ne? Ja? Ich hoffe. Nee, damals nicht. Das war ja so ein ganz primitives Bügeleisen. Du bügelst schon lange nicht mehr, ne? Nee, ich bügel lange nicht mehr. Aber ich habe vor 30 Jahren, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe. 25 Jahren habe ich es mal gelernt, gezeigt. Ach so, ja. Ja. Warum kommst du eigentlich nie in unsere Sendung? Ich bin zu faul da morgens. Du kriegst ein leckeres Frühstück. Was würdest du zum Beispiel dir zum Frühstück wünschen? Zwieback. Ja, definitiv. Ich esse nur Zwieback. Ich sehe das immer, diese Kleinkünstler, die sich bei euch durchfressen. Ja? Die sich solche Buffets aufbauen lassen und so. Und ich hasse zum Beispiel auch Orangensaft zum Frühstück. Also ich hasse überhaupt diese ZDF-Frühstücke aus den Familienserien, wo immer der Orangensaft aus dem Tetrapack in eine grüne Kanne umgefüllt wird und so. Aber das siehst du. Ich sehe das alles. Aber bei dir ist es frisch gepresst. Also, Uwe Hübner hat dich zum Beispiel beschwert, weil das ZDF nicht wusste, dass er eine Allergie hat gegen irgendwas, ne? Gegen, ich glaube, es war Getreide, ja. Und es sollte alles nur aus Dinkel sein oder so. Ja, irgendwie so. Wir hatten uns da schlecht informiert. Ja, gut, das kann mal vorkommen. Stell dir vor, er wäre gestorben in der Show. Würdet ihr da zum Beispiel abbrechen, wenn ein Gast bei dir stirbt, live? Würdet ihr da abbrechen im ZDF? Ich habe ja gehört, dass man bei dir nur abbricht, wenn ein Gast hier reinflitzt, da stolpert, mit den Zähnen hier aufschlägt und das Hemd dann von dir mit Blut bespritzt sei, dann würde man abbrechen. Also die Zähne da in diesem Tisch, die würden nichts machen, aber das Blut, da würde man abbrechen. Es sei denn, der Gast hat... Ich glaube, gleiche Grundlagen, oder? Und man muss einfach durchziehen live, oder? Ja, gnadenlos. Ist denn dieses Hallo Deutschland jetzt so ein Schritt, ich sag mal, in eine andere Richtung? Also viele sagen, ich wollte mehr journalistisch arbeiten. Also eigentlich ist es ja ein tolles Format. Soll ich das jetzt sagen? Ja, bitte. Also ich wollte eigentlich ein bisschen mehr journalistisch arbeiten. Ja, wollte mir zeigen, was in mir steckt? Ja. Aber du machst das andere weiter. Volle Kanne. Das wollte ich auch noch zeigen, dass ich das auch noch kann. Oder nicht? Ja, nee, ich mach beides. Ich liebe so die Abwechslung. Wenn man vom Hörfunk kommt, dann hat man das so ein bisschen im Blut. Ja? Ja. Und das ZDF, planen die weiter mit dir? Ich meine, gibt es da so Gespräche oder so, dass man heißt, also Frau Stiegler, wir haben sie jetzt... Ja? Ich hoffe. Hast du einen Vertrag als Redakteurin mit dem ZDF oder wie ist das? Wie sagt man das so schön? Ich bin auch Freie. Also, ich bin mein eigener Herr. Aber ich finde, das ist ein tolles Format. Das ist so das klassische amerikanische Frühstücksfernsehen. Ich finde, es ist das beste Frühstücksformat im deutschen Fernsehen. Es macht auch wirklich, es ist eine blöde Zeit, das gebe ich auch gerne zu. Warum? Ich stehe auch lieber gerne später auf. Aber es ist nett. Du hast es schon gesagt, man kriegt am Frühstück andere Antworten als vielleicht hier. Hundertprozentig. Die Leute reden sich teilweise im Kopf und Kragen. Ich beneide dich. Ja? Ja, ja, weil sie irgendwie das Gefühl haben, du bist nett zu ihnen. Das bist du auch. Ja? Und so weiter. Und ich habe da schon Menschen, die bei uns hier irgendwie rumstammeln, dass sie Shakespeare spielen, haben bei dir eigentlich alles bekannt gegeben. Die letzten Blutwerte und alles. Ja? Das ist beneidenswert. Ich sehe das auch. Ich habe schon gestern, hol den mal, der war bei Volle Kanne Susanne. Ja, bei uns die hier Blutwerte hat er wieder sind gut. Ja, irgendwie so. Ja. Wie lange geht das noch, Volle Kanne Susanne? Hast du einen Vertrag? Ich habe ja da draußen gesehen, du planst bis 2020. Zunächst mal grob, das Ende muss ich ja orientieren können. Also wir sind schon bei 2030. Die Wirklich? Gäste sind auch schon eingeladen, du bist mehrfach angefragt, aber ich weiß ja, dass du auch in den nächsten 20 Jahren Nein sagen wirst. Ja, ich werde einfach immer fauler. Aber ich gucke dich wirklich ziemlich häufig und das ist eigentlich mehr wert. Als wenn ich da komme, redet ja eh nur dasselbe wie überall. Das würde nicht so viel bringen. Aber wenn ich überall rumschreibe, wie toll die Sendung ist, hast du mehr Zwieback davon. Besorgen, also. Ja, Zwieback. Und frisch gepressten Orangensaft. Nein, nicht bloß den nicht. Aus diesem ZDF-Tetrapack. Nein, das mag ich. Ich mag ja auch keinen Orangensaft. Ich finde, das ist so eine Frühstücksatmosphäre, die geschaffen werden soll. Das widert mich an, das mag ich nicht. Also. Zwieback und einen Kaffee und im Stehen und dann tschüss. Ja. Okay. Wenn wir so machen können, komme ich. Nein! Ich komme auf keinen Fall. Ich bin zu faul. Ja? Wenigstens ehrlich. Ja, absolut. Ja. Nein, früher habe ich noch rumgelogen und so weiter. Mittlerweile sage ich, ich habe keine Lust mehr, bin zu faul. Aha. Aber es ist gut. Ich werde es verfolgen. Ich finde, du machst es sehr gut. Und wenn das ZDF wäre schlecht beraten, wenn sie dich nicht noch großflächiger einsetzen würden. Kannst du es nochmal sagen? Ja, Susanne Stiegler ist toll. Und ich würde sagen, schmeißen Sie Nina Ruge raus, nehmen Sie sie.